Bergner. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Minister. Schön, Sie heute hier zu haben. Wir haben in der neuen Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, der sogenannten 15a-Vereinbarung, da haben wir festgelegt, jedes Kind mit einer entsprechenden Werteerziehung zu befähigen, allen Menschen unabhängig von Herkunft, Religion und Geschlecht offen, tolerant und respektvoll zu begegnen und vor allem intolerantes Gedankengut abzulehnen. Und das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat eben dazu einen entsprechenden Werte- und Orientierungsleitfaden erarbeitet. Und darin ist auf der Seite 6 zu lesen, ich zitiere: Jede Gesellschaft braucht eine tragfähige Basis von gemeinsam geteilten Werten. Dieses Wertefundament verleiht dem sozialen Miteinander Orientierung und damit Halt und Stabilität. Und gerade im Advent befinden wir uns in einer sehr intensiven Zeit, gespickt mit Festen, die einer christlich geprägten Kultur zugrunde liegen. Deshalb meine Frage an Sie, Herr Bundesminister: Was ist der Inhalt des Werte- und Orientierungsleitfadens und wie werden darin mit Festen umgegangen? Dieser Werte- und Orientierungsleitfaden ist im Wesentlichen erarbeitet worden vom Österreichischen Integrationsfonds und der PH Niederösterreich. Ich glaube, es ist ein sehr gelungenes Werk geworden, weil hier wird deutlich, was unter Werte zu verstehen ist, nämlich grundsätzliche Werte unserer demokratischen Republik, Demokratie, Gendergerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit. Also dahingehend kann ich das nur empfehlen, das ist eine Grundlage der Werteorientierung. Und wir empfehlen dort auch, die Feste zu feiern, so wie sie kommen und so wie sie fallen, weil es ein Teil unseres kulturellen Hintergrundes ist.